Ich bin seit der Saison 1992-93 als Speaker tätig. Also im Moment habe ich die 31. Saison, die läuft. Am Spieltag selber schaue ich, dass ich 5/4 Stunde bis 1,5 Stunden vor Spielbeginn im Wettkampfbüro bin. Dort bekomme ich dann die Mannschaftsaufstellungen. Ich komme dann hier ins Zeitnehmerhäuschen rüber. Da ist es in der Regel ruhig und kann nachher so das Spiel vorbereiten, schauen, wie die tagesaktuellen Aufstellungen zusammengestellt sind, sodass ich dann vorbereitet bin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Eishockey-Fans, seid herzlich willkommen zum heutigen Meisterschaftsspiel von der National League zwischen dem EHC Biel und dem Schlittschuhclub Bern. Ist gut? Der offizielle Zeitnehmer Tissot wünscht allen Zuschauern ein wunderschönes erstes Drittel. Man darf nicht vergessen, die Tätigkeit als Speaker ist eine Benevol-Tätigkeit, also wir machen das ohne Lohn. Alle anderen Zeitnehmerinnen und Zeitnehmer auch. Es ist etwas vom Wichtigeren an meiner Tätigkeit, dass ich dafür besorgt bin, dass das Mikrofon zu ist, wenn ich nicht etwas sagen muss. Weil es werden nicht immer alles zurückgreifen, was ich ihnen gesagt habe. Zum 1:0. Spieler Nummer 23. Das erste Drittel. Encore une minute à jouer dans le premier tiers-temps. Nachher folgt dem Video, Studio und der Entscheid von der Schiedsrichter, dass das Goal gültig ist. Schlittschuhclub Bern komplett. Ja, das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich bin ein sehr kleiner Bub, Eishockey begeistert. Und der SCB war immer ein Bestandteil von mir. Einmal SCB, immer SCB.